Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Unboxing. Ja, ich habe Post bekommen. Ja, und das packen wir gleich aus zusammen. Ich weiß zwar, was drin ist zum größten Teil, aber ja, lassen wir uns doch einfach gemeinsam überraschen. Dann wollen wir doch mal gleich dieses Paket auspacken. Ja, was kann ich dazu sagen? Ich habe dem lieben Peter Petendo, Kanal wird unten verlinkt, oder ist ja bekannt wahrscheinlich euch auch sogar, der hatte mir einige Sachen zum Abgeben aus seiner Sammlung angeboten und so ein paar Kleinigkeiten. Und da habe ich gedacht, Mensch, die zwei, drei Teile interessieren mich doch irgendwie. Und ja, dann sind wir uns schnell einig geworden über die paar Teile, die ich haben wollte aus seiner Sammlung für meine Sammlung. Ja, und er sagte, ich packe noch ein Goodie ein und so weiter. Ja, das, ich weiß nicht, was dabei ist noch. Und ich dachte mir, ich zeige es euch einfach, was ich haben wollte von ihm. Und ja, deswegen packen wir das einfach mal gemeinsam aus. Ich schneide das Paket jetzt auf. Es ist heute mit der Paketpost gekommen. Heute Morgen, jetzt ist Nachmittag. Ich bin von meiner Arbeit zurück und konnte jetzt, ne, hier auf, sozusagen dann das auspacken. Oder ich freue mich darauf, das mit euch auszupacken. Na. Irgendwo hier geht es auf. Gut verpackt, das kann ich ja noch sagen. Das ist auch schön so. Ach so ist das, ja. Dann ist das hier irgendwo. Gut verpackt, weil es zusammengesteckt ist, merke ich gerade. Und ein bisschen verklebt jetzt natürlich durch die Tatsache, dass ich jetzt da ein bisschen rumgeschnibbelt habe. Jetzt egal, Paket wird weggeschmissen. Ich kriege es nicht auf, so wie ich es gerne wollte. Ja, so ist es dann manchmal. Pakete sind gut verpackt. Ich meine, das soll es ja auch sein. So, ein bisschen Gewalt. Unboxing à la Marte, dem Ultimate Player, jedenfalls was normale Pakete angeht. Das Unboxing bei Figuren, das kann ich gar nicht. Und hier sehen wir Angebote aus seiner Gegend. Aber Verpackungsmaterial brauche ich nicht. Und da lächeln mich schon die ersten Sachen an. Und das erste, was mich echt begeistert, ist der ist ein Werbeflyer zur neuen Toyplosion. Der zweiten Toyplosion. Toyplosion 2 findet am Samstag und Sonntag, dem 14. und 15.09., dem September 2024 statt. Von 10 bis 18 Uhr und von 10 bis 16 Uhr. Mann, ich freue mich. Ich werde auch wieder vor Ort sein mit vielen anderen. Richtig geiler Sticker. Ich blende den euch jetzt nochmal richtig ein. Ich habe da auch eine Grafik schon mal von bekommen. Jetzt habe ich aber so schöne Flyer. Ja, richtig cool. Richtig cool. Werde ich auch weitergeben, wenn ich kann. Oder wenn ich ein Paket habe. Das nicht an einen Kollegen geht, der auch dahin geht. Deswegen, das wird schon sein. So, was haben wir denn hier Cooles? Das Erste, was mich anlächelt, und ich muss eins sagen, er hat es richtig gut verpackt. Denn auch die Sachen in seiner Sammlung sind immer im Mega-Zustand und auch immer sehr gut verpackt. So habe ich hier ein Steelbook, und das, mir ging es wirklich nur um Steelbook für meine persönliche Sammlung. In der Collector's Edition habe ich das bereits, aber irgendwie wollte ich es auch haben. Das Steelbook von Resident Evil 2, ihr seht in so einem schönen Case, deswegen kann man den Zombie nicht wirklich drauf erkennen. Ja, und er hat mir dabei gepackt, weil das im Deal mit drin war, auch in einem schönen Case mit drin. Sogar noch ziert, wie ich sehe hier sogar, wo das ist geöffnet, das weiß ich gar nicht. Resident Evil für die Xbox One, also 2, das Remake. Und hier mit verschlossen. Sieht fast noch ziert aus, muss ich mir genau noch mal angucken, aber sieht nur verklebt ziert aus. Na, auch schon was, hat auch was, hätte ich nicht gedacht. Ja, dann hat er ein PlayStation 1 Spiel dabei, das was ich noch nicht in meiner Sammlung hatte. Und ich mir dachte, warum nicht? Ich habe es noch nie gespielt, deswegen wird es für mich auch eine Überraschung sein. Excalibur. Ich blende das jetzt ein bisschen, weil er ist alles zu gut in Tütchen eingepackt.
Obwohl das Tütchen ist ein bisschen verrutscht, aber das wird ausgetauscht. Das ist nicht das Problem. Auch einen sehr schönen Zustand hat er gesagt. Er hat mir von allen Fotos geschickt. So. Und dann, was mich auch sehr interessiert hat, eigentlich ihr seht schon, Magazine. Das habe ich, glaube ich, mitgenommen, aber mich hatte mehr interessiert dieses hier. Und zwar einerseits habe ich hier die Maniac mit Silent Hill drauf, deswegen finde ich es auch interessant. Die werden wir auch in einem Let's View genauer betrachten. Da wird ein richtig schönes Let's View von kommen. Genauso von dieser, von PlayStation Magazin mit Dino Crisis und Metal Gear Solid Integral. Ja, richtig cool, auch Silent Hill auch, also Wahnsinn. Alle Dinge drauf, die man braucht, das werden wir uns ganz genau angucken. In einem extra Video, da freue ich mich auch schon drauf. So, und das hört natürlich nicht auf. Ja, hat mir wirklich was noch dazu gepackt, was ich jetzt nicht die hatte. Und zwar habe ich hier noch eine Maniac mit Tomb Raider drin. Die werden wir auch noch gucken. Aber was richtig cool ist, das ist für die PlayStation zum Bekleben von Dino Crisis. Und das fand ich cool, das wollte ich gerne in meiner Sammlung haben. Das bleibt aber auch so in dem Ganzen, das wird natürlich nicht aufgeklebt. Richtig cool, richtig cool. Es macht auch richtig Spaß, sich das anzugucken. Ein richtig schönes Video. So, und eine Sache ist dabei, das hat er mir dann als Goodie dabei gelegt. Und zwar ein Magazin oder ein Buch, besser gesagt, Galaktisches Kino über das Star Wars Phänomen. Mit diesem richtig genialen Bild. Ich liebe dieses Bild. Das ist ja eins der ersten Teaser-Plakate gewesen mit, oder eines der ersten Plakate. Teaser-Plakat war nur das Laserschwert von Luke Skywalker zum Rekete-Jedi-Ritter-Film Star Wars. Die dritte Episode, wenn man so will, von dem, wie ich aufgewachsen bin, sollte in dem Moment noch mit dem Plakat Revenge of the Sith heißen, wurde dann in Rekete-Jedi-Ritter umbenannt. Oder Revenge, nicht of the Sith, Revenge of the Jedi. Also Rache der Jedi und Jedis machen ja keine Rache, deswegen hat sich Rückkehr die Ritter entschieden. Hat sich George Lucas dazu entschieden. Jedenfalls, das ist auch eines der schönen Plakate, richtig kultig. Ja, und das bezieht sich eben halt da drauf. Und viel Text, Figuren, Bilder, ich sehe schon Episode 1. Ich versuche mal ein paar Bilder, hier zum Beispiel auch Bilder. Viel Text. Ich versuche mal Bilder ein bisschen. Bilder machen mal interessanter das Ganze. Na, hier mal Liam Neeson als Qui-Gon. Also es geht auch schon in diese Zeit. Hat mal 20 D-Mark gekostet von Ullstein. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Es kann sein, dass ich das sogar habe. Aber ich glaube, nee, das habe ich nicht. Ich habe ein anderes Star Wars Buch, glaube ich, mit dem Cover. Aber auf jeden Fall richtig klasse. Richtig klasse. Ja. Da seht ihr. Das kleine Paket habe ich mir sozusagen vom Peter erkauft und ein kleines Goodie dazu. Vielen, vielen Dank, Peter. Danke nochmal für diesen tollen Deal. Das macht sich in meiner Sammlung gut. Hier werden noch schöne Let's Views rausgemacht. Das heißt, ich blende die Hefte wunderbar oder ich blende sie nicht wunderbar. Ich blende sie durch und dann schauen wir uns mal die Sachen ein bisschen genauer an. Und wer weiß, was wir für interessante Dinge dabei entdecken. Ja, und das wird meine Sammlung schmücken. Ja, da freue ich mich sehr. Ja, das war's auch. Ne? Kurze, knackige Unboxing-Folge. Danke euch fürs Zuschauen. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Wie findet ihr meine Ausbeute? Hätte ich ja nicht gesagt. Kann ich ja nicht sagen, weil es ist ein direkter Deal mit ihm gewesen. Aber was ist davon euer Highlight? Sagt es mir bitte. Ne? Für mich ist auf jeden Fall das Steelbook. Denn das war so das Erste, was mir doch aufgefallen ist. Und das Zweite war Dino Crisis. Einfach diese Grafiken, weil ich mag dieses Spiel. Das Spiel ist großartig. Ich habe es auf der Dreamcast durchgespielt. Habe es auch in der PlayStation-Version auch. Aber ja, ich verbinde damit auch sehr viel Spaß. Das muss man da ganz ehrlich sagen. Weil ich habe es nicht in meiner Kindheit gespielt. PlayStation ist nicht ganz meine Kindheitszeit gewesen, weil ich da in der Ausbildung war. Ich habe sie aber später nachgeholt, Jahrzehnte später. Und da habe ich sie in vollen Zügen genossen. Deswegen tolle Erinnerung immer daran, was da an diese Spiele. Ja, das war's auch. Ne? Also, noch ein kurzer Überblick gleich und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mach's gut!